9. Ein bisschen zu spät bin ich. Moin, Felix. Die Ablösung. Das ist gut. Ja, sorry. Könnte noch besser sein. Oh. Das ist doch echt blöde Lade von Cooler Handy, wo der Akku noch hält. Ne? Aber laden muss man halt irgendwann. Ja, das schon einiges. Alleine da mit dem Blitz oder ein anderer Tag gleich im Haus. Man weiß natürlich nicht, was in den 3-4 Stunden, ne, gewesen ist. Da kann ja dann immer auch mal viel auf einmal passieren. Wolfgang, Neuigkeiten. Sorgen um die Senioren in Berlin. Straßenschicht, beliebes Boxen nach Tempelhof. Liebes Boxen nach Tempelhof. Du kommst raus und er. Für Maus ist er einmal trocken auf der Lunge. Ist er schon immer so zu mir? Oder ist das Nee, wir lernen uns erst so richtig verstehen. Wa? Naja, das ist Wolfgangs Kommunikationsart. Das ist so eine Art Liebesbekundung. Das hast du vielleicht irgendwelche Probleme, aber das war halt ein komischer Zufall. Ich sag guten Morgen. Das habe ich so echte Moin aus dem Hals gehört. Das dauert meistens mal in 2 Stunden. Und das ist aber wichtig, das muss weg. Das alte Lungenbrötchen. Da kann man krank von werden. Ich habe hier Druck mitgemacht und getan heute Morgen. So. Ich hab keinen Appetit, ich hab nicht genug. Ja, ganz gut. Ich geh jetzt auch erstmal zum Bäcker. Hol was. Gibt das hier oben überhaupt? Nee, kommst du nach oben. So, drin da. Das hier ist meins. Du bist nicht Alex, hör. Der darf sogar sowas noch als Erwachsener. Hm? Klappt nicht. Du musst den Saxophon spielen. Aber da kann. Das war die passende Frequenz. Ja. Na, jetzt wird wieder gekaut. Gut verstehen. Liest du die Futter? Ja. Und Joghurt und Früchte und Obst. Ja, was noch? Wie ist Schule? Ich lecke dir Mama an. Ach, Quack. Das glaube ich dir nicht. Aua, guck mal hier, das ist doch die Kette. So.
dachte schon, ich hätte keins. Ich brauche nur den Info. Vorsicht, Kopfhorn, Kumpfung. Nein, schmecken nicht immer lecker. Ja! Genau. Nee. Vor allem so eine Rennräder nicht. Lecker. So, jetzt kriegen die aber auch. Aber es klingt. Sicherer mit! Und? Fast abgewogen. Ja. Das ist wirklich, wie du sagst, die Ritzel. Ritzen weiter. Aber nur wenn man richtig reintritt, also dann sprießt. Die Gänge sind so gut wie möglich gemacht. Ja, achso, na gut, oder das Schaltauge ist verzogen. Weil der Käfig, das Schaltwerk, das ist wirklich noch in Ordnung. Jetzt schnell noch. Du hast doch einen. Ich ja hier. Hier. Was ist denn? Nicht Antriebsseite. Also das hier ist das Ersatzfeld. In der Möglichkeit eine stabileren ist ziemlich stark, ja. An 1 cm oder so. Und fällt jetzt aber eh durch das Wasser mittlerweile und das nicht permanent und tipptopp wird besser hoch. Und nichts gefunden? Ja, der junge Herr, der ist so ein bisschen. Jung. Der ist halt wie alle anderen auch. Unentschlossen. Ja, okay. Ein Felgenband. Möchte Ofen. Ja. Also. Auch mal so was. Alles Gummifelgenband, ich muss da nehmen. Gummifelgenband, haben wir da noch eins? Ja. Hier, was macht die Prüfung? Alle gekauft? Muss noch.
muss noch praktische. Ach so. Ja. Schafft er. Da, auch da. Aha. Ich möchte mal meine Kinder nach Hause, ich kann nicht mehr lernen. Das sind ja echt einige. Ja, dann sind wir da. Okay. Da habe ich. Ja. Hier. Ja, outside? Ja. Okay. Make sure your prices, and if they don't have a price, they're not on sale. No, sale. Okay. Cool. It's between 300. Yeah, and not. Okay. They are quite expensive. Yeah, but it's custom. Yeah. I mean, some. If you use them, it's a good. It's a very good price then. Yeah. So. Of course. But I like this place anyway. Enjoy, man. Bye. Hast du eine Preisvorstellung für Kettenschutz? Für Plastik. Oh ja. Yeah. Also circa in dem Dreh, was meinst du? 10er? Ja, frage ich jetzt erstmal. Wäre es denn wichtig, ob der, wenn der neu zu bestellen teurer wäre? Würdest du auf den Gebrauch nehmen? Ja, super. Also wenn es jetzt unter 20, unter 15 so ja, ist, so, dann braucht ihr überhaupt nicht überlegen, so, ob es dann 1 Euro wäre oder nicht. Das ist immer gut, wenn du Maximum sagst, 15. Ja, 15. Für den Putzer oder natürlich für die Kette. Nee, für den, das ist dazu und auch nochmal ein bisschen genau. Die Kette vielleicht gucken. Ach so, genau, okay, ja, nee, das ist. Wo ist denn die Schippe? Ja, das ist ja Schippe. Stimmt, das ist eine gute Idee. Die war die ganz. Die große? Nee. Warte mal, vielleicht habe ich die noch oben gelassen. Ja, hier, die ist oben. Genau. Ja, und sie sollte sich weniger als 1 cm auf die Länge gehen. Wenn man keine Lehre hat, dann kann man das mit der Hand so. Ja, was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn ich mich weiß? Ich bin auch gerade ein bisschen auf. Oder soll das erst wieder wieder anfangen? Oh mein Gott. Ja, der hat echt Futter ab jetzt. Wenn der eine Stunde hat, dann niemand kam, meinte. Das war
Kerzen dann da war. Ja, also. Nein, ich setze mich deine ausgegriffene Nase. Guck mal, sag da. Und was? Du bist irgendwie doof, aber nicht richtig. Habt ihr schon versucht aufzupumpen? Nee, aber das ist eigentlich, also die wurden beide gleichzeitig zuletzt Anfang Juni aufgepumpt. Also die müsste eigentlich noch. Anfang Juni? Was haben wir denn jetzt? Juli? Ja. Alle drei Wochen nachpumpen. Okay. Ja, okay, Luft drauf und wieder raus. Ja? Okay. Naja, wenn eine halbe Stunde wieder Platz ist, kommst du wieder. Aber ansonsten ist das ganz normal, alle drei Wochen nachgucken. Ja, ich habe es noch relativ neu, deswegen werde ich noch nicht viel Erfahrung. Ja. Ach ja, das stimmt. Ich habe auch noch, ein Stück Döner von gestern. Dann würde ich mich auch kurz 10 Minuten irgendwo erstmal was essen. Aber ansonsten bin ich da, ja. Felix, was ist denn mit dem Pegasus hier? Angefangen, das weiß ich nicht, hier steht kein Zettel. Natürlich hast du es abgenommen, du hast es mir sogar abgenommen. Zettel. Moment. Zettel. Nein, nein, nein. Zettel als erstes. Wenn der Kunde kommt, schon Zettel. Aber da muss ich nicht. Also, bis zu maximal 60 Euro. Mit Arbeitsmaterial. Können wir checken, wenn wir das machen? Ich sag trotzdem erstmal nur 60 Euro, ja. Ich sag nur 16 Euro. Informationen? Ja, okay. Lass uns mal quatschen in der Schule. Alter, ich hab die Zeit nicht! Hier, der André, wenn du sagst, die Kette ist durch. Ich hab gesagt, ne, sie will eine neue Kette, weil die Gänge springen. Die Gänge springen. In, genau. Verschleißt wäre. Alter, einmal dran halten, fertig. Und genau deswegen habe ich gestern zweimal gesucht. Letzte Woche habe ich es noch gefunden. Und wo ich nicht. Ja, wo ist die? Wo ist die? In der Seite. Also eigentlich muss man da nicht gucken, nee, das Ding ist durch. Ja? Komplett, ja. 150 Euro. Nachdem du sie gefragt hattest, beim Reintreten springt die Kette rüber. Ja, genau. Da meinte sie ja, dann meintest du, ja okay, dann machen wir neue Kette. Ab dem Moment dachte ich mir... Was? Wieso hast du denn nichts gesagt? Give up on my way. Ohne Content werde ich nicht. Ja, guck mal. Alter, Wasser steht drin. Xing Hing Yang Hu.
Na gut, ja, das Wasser hält lieber was aus. Überhaupt was völlig anderes als. Aquaplaning nennt man sowas. Ich will in der Season anzufangen mit Rauchen. Rauchen ist doch ungesund. Minimum oder Maximum. Ich fasse dich, ey. Das ist echt mal ja nicht. Ja, das bringt echt mal ja nicht. Gucken, ob das jetzt. Schnell übersprungen, aber was noch? Als die Kette gesagt habe, war ich schon fasziniert. Ist schon voll? Nee, ist noch nicht voll. Also, macht es gut, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, sagt Tommy. Und gleich schaltet die Kamera sowieso ab. Deswegen, also bis später. Gute Nacht. Kannst du nicht mal einlegen? Na, Anouk hat doch ihren Schlüssel, oder nicht? Ja, hat sie. Hat sie nämlich nicht einlegen. Aber gestern hat es auch besser. Guck mal, wie groß ich bin. Und was meinst du? Nimm den Finger an, Mensch. Was machst du da hier? Ich hab den Heiltuch. Ich hab den Heiltuch. Das darfst du auch nicht. Nein, nein, nein. Nein, das nehme ich nicht jetzt. Aber das ist nur meine. 30 hast du angefangen. Papa, machst du so doll, wie du mal bei mir gemacht hast? Ich mach doller. Papa, du kannst so doll, wie du bei mir gemacht hast. Ich hatte schon fast einen ganz roten Po. Daddy, halt nochmal die Zähne. Ne, bitte. Wenn ich zuerst die Po kriege oder nach dem Baden die Po klatschen. Bis zum Po. Du kriegst jetzt die Po klatschen. Nein, Papa, das will ich nicht. Oh, das ist ein schöner Erfolg. So, frische Dusche, die Kinder sind noch in der Badewanne. Ich weiß, es ist total spät, aber ich hab halt keine Zeit. Und, was halt passiert ist, ist jetzt zum Schluss noch, Skadi hat ihren ersten Zahn verloren und das unfreiwillig. Anouk hat nachgeholfen. Die haben halt auf dem Dreirad gespielt und zack, bumm, knack, bumm, warum auch immer, wie auch immer, rupfte Anouk mit Hilfe ihres Kleidungsstück, in das sich Skadi verbissen hat, rupfte Anouk der Skadi den Zahn raus. So schnell kann es gehen. Das sieht aus. Die Bude sieht aus. Da richtige Freude, wenn die Mutti nach Hause kommt. Die wird sich bedanken dafür. Die wird nie wieder krank, wenn sie das sieht. Und das Kind blutet aus allen Öffnungen sozusagen. Ach nee, stimmt. Riesendrama. Jetzt ist alles wieder. Oh ja, jetzt ist ja Lachen und so. Ja. Ach, wie auch immer. Okay, alles klar. Ich wollte mich nur mal jetzt kurz nochmal zu Wort melden und wir sehen uns dann morgen wieder. Eventuell, vielleicht auch nicht. Mike, morgen mal einen Ruhetag oder so, dann sehen wir uns vielleicht am Montag. Am Montag halt die Nahen zu, weil am Montag kommt eventuell Marlies raus aus dem Krankenhaus. Morgen werde ich den Tag mit den Kiddies verbringen. Aufstehen, losfahren, irgendwo hinfahren. Vielleicht in den Müggelberge, ein bisschen spazieren gehen. Also ein bisschen rumlaufen oder so. Spaß haben, Natur sehen. Dann sehen wir uns am Montag wieder oder so. Also macht es gut, bis dann. Ciao, sagt.
Tommy.